Ich hatte mal einen Loft 78 FX und das hier ist quasi der gleiche Grundriss, ist 79F und der FX, der war einer der kürzesten Morelos überhaupt auf dem Markt. Die sind, glaube ich, auch hier unter 8 Meter, oder? Genau, das ist der 79F, ist genau 8,35 Meter lang, 2,40 breit und 3,41 hoch, ist einer der kürzeren. Und ja, sehr kompakt und vor allen Dingen mit einem extrem innovativen Grundriss. Ja, ich bin mal sehr gespannt, denn der 79 FX war tatsächlich unter 8 Meter. Das hat man aber gemerkt, dass das den Leuten dann doch ein Ticken zu klein war. Das französische Bett hat eigentlich nur Vorteile. Wir werden das gleich mal sehen. Es hat einen seitlichen Einstieg. Beide können getrennt einsteigen. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Es ist ein echtes Raumsparbett. Anders kann man es nicht sagen, oder? Ja, und vor allen Dingen vorgelagert ein wunderschöner Waschraum, große Sitzgruppe, ein großer Sanitärbereich, wie gesagt, und ja, vollwertiger Wohnraum. Komm, lass uns mal gucken, was der alles hat. 200 Liter Kraftstofftank, das ist vielleicht auch ganz wichtig, hatte meiner auch damals. Er hat eine Hubstützenanlage, automatische Nivellierung, Zusatzdämmung, die kannst du ja bestellen ab Werk. Dann habe ich schon gesehen, die ganz breite Vorderachse mit der Graphitfelge. White Axle Achse, genau, die Assistenzsysteme, also gerade im Chassisbereich wirklich ja, das Modernste, was angeboten wird. Viele Sicherheitsaspekte abgedeckt. So, lass mal gucken, dass er da auch. Wir können das Fahrzeug ja mal ein bisschen erkunden. Der Loft hat einen etwas kleineren, etwas nicht ganz so großen Kofferraum. Das ist eigentlich der Hauptunterschied zum Palace. Trotzdem hat er wahrscheinlich 7,2 Tonnen. Also ist nicht der ganz kleine wie der Home, oder? Der ist 7,49 Tonner, das 70er Chassis. Mit, ja, mit all den Vorteilen, was jetzt die Fahrstabilität angeht, aber vor allen Dingen auch, wie in diesem Fall, die Zuladung. Also er hat ja weit über eine Tonne Zuladung bei einer ja, nahezu Vollausstattung. Also Zuladung, das ganz große Thema. Dadurch, dass das Fahrzeug sehr kurz ist und auch nicht ganz so hoch, hast du diese Übertonne Zuladung und das ist bei Morelo eigentlich nicht der Fall. Normal ist ein Palace mit voller Ausstattung, hat er meistens noch so gute 500 bis 700 Kilo Zuladung und das hast du hier nicht. Du hast über eine Tonne. Ja, der Loft ist da unheimlich gut ausgerüstet. Wir haben natürlich, wie gesagt, auch hier die Auflastung auf 7,49 Tonnen. Drinnen die Vollluftfederung vorne hinten, sodass dann also wirklich der, ja, der Wagen eine absolut ausreichende Zuladekapazität hat, auch dann, wenn die Tanks gefüllt sind. Ja, lass mal schauen, da ist ein Außengasanschluss hat er. Genau. Dann hier vorne ist die Toilette. Können wir gerade mal schauen, das ist so ein Service. Ja, ich kenne ja noch meinen 78er. Da hier kommen jetzt Gefühle hoch bei mir. Muss ich ja sehr, das war mein allererster Morelo. Vor 4 Jahren habe ich ihn gekauft. Damals bei einem Händler, der leider verstorben ist, aus Erding. Du weißt, wirklich ja. Ein Urgestein der Branche hat ihn mir damals verkauft, ein Concorde-Händler. Und vom Caravan Center Erding. Und da hat sich so viel Mühe gemacht damals noch mit allen drum und dran. Und jetzt stehe ich hier in Osnabrück quasi vor einem echten Morelo, der wird am selben Band gebaut. Der hat einen Ladebooster mit drin, das haben wir gerade gesehen. Der hat wahrscheinlich die 3-kW-Lösung von Büttner, da ist er, auch eingebaut. Genau, dann die Lithium-Ionen-Batterien, 3 Stück an der Zahl, die Solaranlage oben drauf, große Heckgarage. Wohnraumteppich, guck mal, der ist teurer geworden bei Morelo, hast du gewusst? Ja, ist etwas teurer geworden, aber passt dann halt auch wirklich maßgenau rein. Wir haben den jetzt hier in der Ausstellung noch nicht eingelegt. Hier links dann das Ausgleichspolster für die vollwertige Liegefläche, also auch als 4-Personen-Fahrzeug nutzbar, obwohl er kein Hubbett hat. 250 Kilo und die kann man auch wirklich belasten, die 250 Kilo, denn Zuladung ist hier überhaupt kein Thema. Eine ganz große Garage und wenn du dich mal gerade da reinsetzt, einfach nur mit dem Poppes mal rein, dass man mal sieht, wie groß das Ganze ist, also da kriegst du locker auch eine 125er Roller rein, also das passt alles, mal mindestens 2 E-Bikes, aber es kommt noch besser. Man kann natürlich über eine Rahmenverlängerung, das ist das, was also viele Hersteller anbieten, mit einer Hydraulik kann man das hochpumpen, könnte man dank der Zuladung hier natürlich auch noch einen E-Bike-Träger oder einen Rollerträger hinten drauf machen, oder? Ja, die Rahmenverlängerung ist ja serienmäßig und da kann man dann entsprechend anflanschen, wobei die Heckgarage eigentlich doch Platz für die allermeisten Einsätze bringt.
Ja, absolut. Ja, ich bin ja auch Motorradfahrer. Ich sage mir immer, wenn ich schon so viel Zuwärmung habe, ich habe ja Zwillingsbereifung hinten drauf, Doppelschutter-Kamera ist hier mit dabei. Also das war ja früher so, da hast du ja geguckt, hatte der immer alles. Das war ja immer so, weißt du, die Fahrerschwingsitze mussten mit drin sein, da musste mit drin sein die Vollluftfeder, die White Axle und all das. Man muss das alles nicht haben, wenn du mal den 5., 6. Morello hast, aber er hat es halt mit drin. Nachteil ist das nicht, oder? Ja, also gerade so Dinge, die man halt schlecht nachrüsten kann. Ne? Und da ist einfach bei der White Axle Achse, bei der Vollluftfederung, bei diesen ganzen Assistenzsystemen, ist es halt so, dass das muss man sofort mitbestellen, weil es halt in der Nachrüstung dann individuell nicht möglich ist oder sehr schwer möglich ist. Anderen Dinge sind natürlich individuell dann aufzurüsten oder halt nachzubauen. Der hat eine zentrale Klappensteuerung, sehe ich gar. Ne? Das heißt also, du musst hier nicht einzelne Klappen aufschließen. Genau. Guck mal hier, die ist mit drin drahtlos. Der hat über die Kontakte hier dann eine Zentralverriegelung über alle Klappen und so, dass man... Eine alte Flow, guck mal. Ja, alte Flow, das heißt also die Aufbereitung des Warmwassers dann auch über einen zusätzlichen kleinen Boiler. Über eine schöne Vorheizung, das heißt, du kannst so lange duschen. Ein Gastank hat er, guck mal. Ja. Der ist ja richtig voll. Das ist ein wirklich absolut voll ausgestattetes Fahrzeug. Der hat den Gastank drin, hat dann hier die Ventile, die Supersens, Drucksensoren, Außendusche. Boah, der ist richtig schön. Der Gastank bitte mal zeigen. Der müsste hier drunter sein. Sei mal so lieb, Matthias. Dass wir den mal sehen. Denn das ist natürlich eine Anschaffung. Boah, ein dicker Gastank. Der sieht aus wie, was könnte das sein, 70, 90? Ja, 120 Liter. 120 Liter. Dann zusätzlich noch, das können wir vielleicht mal öffnen, siehst du hier das Gasfach mit Du Control. Das ist ja bei vielen kleineren, muss man das extra erwähnen, bei Morello ist es natürlich mit drin. Da ist es, Karamatic heißt das Ganze. Und das ist der Umschalter übrigens vom Gastank zu den Gasflaschen. Hier passt übrigens auch eine Spülmaschine rein. Eine Waschmaschine, eine kleine. Ja. Habt ihr schon ein paar Mal eingebaut, gell? Haben wir schon ein paar Mal eingebaut. Der Platz ist eigentlich genau prädestiniert dafür. Und ja, wir haben durch den Gastank natürlich auch eigentlich relativ wenig Bedarf, noch zusätzlich Gasflaschen mitzunehmen. Schön, also das habe ich soweit verstanden. Der große Kraftstofftank, der ist natürlich schon sehr sinnvoll, wenn du in Ländern tanken kannst, wo es ein bisschen günstiger ist. 200 Liter, der Spritverbrauch so um die 16, 17 Liter, schätze ich mal, hat er hier. Ja. Kommst du also weit über 1000 Kilometer Reichweite. Ja, dieser Dieseltank ist unheimlich gut, wenn man lange Strecken fährt oder wenn man halt zu Hause tanken kann und somit dann entsprechend einen großen Radius hat. Ist das hier beleuchtet? Weißt du es? Muss ich reinschauen. Sollen wir mal reingucken? Ja gut, ist nicht so schlimm. Also, das sind die technischen Daten. Das Ganze findet ihr auch im Netz. 369.050. Das Besondere hierbei ist bei den Fahrzeugen, dass die Neufahrzeuge, die man jetzt ordert, noch mal teurer geworden sind. Das heißt also, die effektive Ersparnis ist natürlich bei diesen Lagerwagen, die du ja immer vororderst in Bauplätzen. Also es gibt ja einmal Bauplätze, die kann der Kunde noch beeinflussen. Und das hier sind aber Vorführmodelle, die du hier auf dem Hof stehen hast, weil du musst so ein Auto ja mal zeigen. Also das geht ja nicht nur aus dem Prospekt raus. Ja, vor allen Dingen auch die unterschiedlichen Grundrisse, die unterschiedlichen Baureihen. Da sind ja doch einige Unterschiede und der Kunde, der bereit ist, so ein Auto zu bestellen, möchte eigentlich auch dann die verschiedenen Möglichkeiten vorher sehen. Boah, ich kriege jetzt auch Trend wieder. Das ist... das Holz ist unglaublich edel. Also es ist so die edelste Ausstattung in Verbindung mit dem Weiß und den hellen Fronten, die du hast, ist das dunkle Holz richtig schön, wenn man die Kirche im Dorf lässt. Und wir hatten damals, vor 4 Jahren, war der Boden auch noch braun. Das war ein bisschen too much. Ja gut, hier haben wir ja auch den gekettelten Kokobogen drin, der hinten in der Heckgarage liegt. Und das ist eine Verbindung mit dem hellen Leder. Immer eine sehr schöne Kombination, weil dieses dunkle Holz einfach auch sehr viel Eleganz und Wertigkeit ausstrahlt. Ja, wenn man ihn nicht ganz voll lädt, dann geht er übrigens wie eine Rakete, weil eine Tonne weniger Gewicht ist natürlich
bei den 200, über 200 PS natürlich eine richtige Hausnummer. Das Wichtige ist aber nicht hier vorne, da sehen sie eigentlich alle gleich aus. Wir haben kein Hubbett, deswegen eine tolle Stehhöhe. Ich glaube 2,35 haben die, oder? Oder haben die auch 2,40? 2,40. 2,40. Also die Novellküche ist drin. Das erkenne ich schon gleich. Die ist angeschrägt. Auch die kostet Aufpreis. Und die erweitert den Raum so ein kleines bisschen. Da ist die Sitzgruppe so ein bisschen angeschrägt. Und was Schönes ist hier Schiefer. Es ist schön bestellt. Ja, es ist eine tolle Kombination, auch in Verbindung mit der koreanischen Küche, die einfach da auch von der Benutzung her, von der Hitzeempfindlichkeit, von der Kratzenunempfindlichkeit halt nochmal besser ist als die normale Kunststofffläche. Also Novellküche kommt auch hier mit dem Komforthahn, der ist hier mit drin. Dann hast du zwei Apotheker. Besonderheit hierbei ist aber auch die Umpumpanlage, die habt ihr mit rein bestellt. Können wir uns gleich mal angucken, das ist Apotheker 1 und drunter ist noch einer. Da kann man gar nicht genug von haben. Da habe ich immer so Ölflaschen und was weiß ich alles reingemacht. Hubstützenanlage ist mit drin. Das sind, also er hat eigentlich alles. Hat den Gastank, Hubstützenanlage, Solaranlage sehe ich jetzt. Der hat die Umpumpanlage von Grauwasser in Schwarzwassertank. Eine Sattanlage drauf. Genau, das große Wandlerpaket, die Solaranlage, Lithium-Ionen-Paket, also auch sehr autark gehalten, sodass man also wirklich frei stehen, längere Zeit frei stehen kann. Er hat die Klimaanlage, die vom Werk aus montiert ist, also wirklich nahezu Vollausstattung. So, und jetzt kommen echt Gefühle bei mir gerade. Das ist 78 FX, genauso war mein Grundriss. Der hier ist nur ein bisschen länger. Ich überlege mal gerade, warum bei mir die Dusche auf der, doch, es war alles so, wie es hier war. Also meistens Klo ja auf der Seite. Dafür hast du aber hier den Einstieg und das ist die Besonderheit. Du hast auf der Länge hier ein Riesenbett, also Bettmaße hier dürften 1,90 Meter, glaube ich, hat das, oder? 2 Meter. 2 Meter. Also etwa 1,80 Meter auf 2 Meter, oder? Ja, unheimlich großes Bett, über der Heckgarage gelagert und mit einem tollen Einstieg vor allen Dingen auch. Könntest du mir einen Gefallen tun? Bitte mal, da sind ja Dings drauf, dass du mal einmal reingehst, weil die Leute glauben nicht, dass es so groß ist. Ich hatte ja genau diesen Grundriss und der ist wirklich so, dass wenn du mal ganz ans Ende gehst, dass man mal sieht, also das ist so ein Riesenbett und wenn du jetzt gleich, du wirst dich totlachen auf der Aufnahme, du bist nur noch ein Punkt auf der Aufnahme, weil das Bett so riesig ist und der Einstieg, wenn du hier mal bitte aussteigst, du kannst also selbst von dem Bett hier über diesen quasi ähnlich wie beim französischen Bett einfach an der Seite aussteigen. Und der Kleiderschrank, du hast gerade erwähnt, gell? Und der Kleiderschrank, ne? Also du hast jetzt, ja, einmal im Bad den Kleiderschrank und hast hier zusätzlich also auch nochmal die Möglichkeit, die einige Böden rauszunehmen, dann eine Kleiderstange hier zu nutzen. Einfach sehr viel Stauraum auch, ne? Ja, und hier war damals auch der Fernseher. Also der Grundriss ist eigentlich gleich geblieben, oder? Beim FX? Ja, ist optimiert worden. Also wir haben doch größere Kleiderschränke nochmal. Die Sitzgruppe vorne ist angepasst, geräumig gemacht, sodass man dann also auch, ja, im Fall der Fälle auch zu viert reisen kann. Da ist jetzt die neue Klimaanlage drin. Da war ja damals keine Dometic drin. Doch, da war auch eine Dometic drin, aber die konntest du nicht vergleichen. Die hier ist so leise. Und die geht auch nicht mehr an und aus, die wird nur langsamer oder schneller. Dann hast du hier den Komforthahn, da kannst du dir auch die Haare mit waschen, kannst du einfach ausziehen. Das ist ganz praktisch. Und hast hier dann nochmal einen Spiegelschrank, den kannst du auch öffnen, gell? Genau. Nicht ganz so tief, aber doch, ist genauso tief wie die anderen. Die Tür kannst du schließen, mach mal bitte zu. Kann man sich vereinzeln. Und unter der Tür ist dann nochmal ein großer Schrank. Der ist hier drin. Da kann man zum Beispiel Schuhe, der geht sehr tief rein. Kannst du prima Schuhe und so weiter reinmachen. Also der Grundriss ist vielen überhaupt nicht bekannt. Also ältere Kunden von Morello kennen den FX-Grundriss oder F-Grundriss. Der ist, ich finde den richtig klasse. Das französische Bett
ist ja nicht jedermanns Sache, muss man schon sagen. Ich meine, die Geschmäcker sind ja doch verschieden, oder? Ja, es ist unterschiedlich, aber hier ist es halt gelungen, eigentlich ein wirklich kurzes Fahrzeug, kompaktes Fahrzeug mit all dem auszustatten, was halt wichtig ist. Stauraum, Wohnbereich, Sanitärbereich, Küche sehr großzügig, also wirklich alles ist gut machbar und halt mit diesem absenkbaren Tisch vorne auch die Möglichkeit, wirklich vier vollwertige Schlafplätze zu generieren, wenn man das möchte. Man kann auch getrennt schlafen und ohne Hubbett natürlich auch von der Kopffreiheit vorne im Fahrerhaus sehr großzügig. So, mach mal den Schrank auf, denn der ist so groß wie in meinem ersten Tabat-Wohnwagen. Und die Wohnwagen hatten ja immer riesen Kleiderschränke und der ist riesig, oder? Ja. Der ist so groß wie in einem Palace. Ja, braucht man auch. Also Stauraum ist ja immer das, was ganz wichtig ist, aber was bei kürzeren Grundrissen oftmals dann vernachlässigt wird. Und also ich setz mich mal aufs Bett und jetzt zeig mal bitte, du kannst die Tür zumachen und dann hast du ein richtiges Raumbad. Kannst also von hier aus, boah, ist das ein Riesenbad. Wir sind auf 8,20 Meter, glaube ich, oder? Genau. Das ist, also linke Seite hast du dann ein Waschbecken. Du kannst dich sogar jetzt einschließen, hast die Klimaanlage wahlweise dann für den Wohnraum nach vorne oder nach hinten. Ja, ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn nur verkauft, weil der Robert zu mir kam und gesagt hat, du, ich kaufe dir den ab, und hat gleich einen Mitarbeiter gehabt, der hat den direkt übernommen. Das war 2020, habe ich den dann verkauft, mit schweren Herzens. Aber da kam ja das neue Gesicht raus. Der hatte noch das alte Gesicht. Und jetzt haben ja alle Lofts das neue Gesicht. Das ist schon, also der Loft ein echter Geheimtipp. Was auch viele nicht wissen, ist der Stauraum unter den Sitzen da vorne. Wenn du mir den nochmal zeigst, weil den zeigen wir eigentlich nie. Aber hier ist wirklich mal die Möglichkeit, mal, dass wir das mal zeigen. Da sind viele große Schubladen drin, die man auch befüllen kann. Auch eine große Schublade übrigens unter dem anderen. Der ist hier mit runter. Ah, nicht ganz so groß. Ich hatte so größere Erinnerungen. Der Tisch absenkbar bitte einmal zeigen. Also das ist aufpreispflichtig. Kostet ein bisschen was, aber dadurch habe ich natürlich eine Option mehr. Ich kann hierbei problemlos entweder daraus eine Lounge-Version machen. Das heißt, ich kann also da die Füße drauflegen, kann abends hier schön Fernsehen gucken. Der Fernseher ist wo? Das hier? Ja. 32er. Genau. Langt auch. Der war vorher hier. Also bei meinem FX war der hier an der Stelle. Und da war vorher das Gläserregal da an der Stelle. Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, im Eingangsbereich offen sichtbar, aber das ist ja seit einigen Jahren jetzt nicht mehr so. Das ist schön. Ja. Es ist natürlich ein Unterschied. Also du hast hier ein sehr kompaktes Fahrzeug, du kriegst hier natürlich mehr Stellplätze als das Paradebeispiel. Ich hatte mal, was hatte ich denn mal? Ein Palace, was ist der längste? 94? 93. 93 hatte ich ja mal. Das ist schon Geschoss, wenn er hier mit fast 10 Meter, oder ich glaube, der war fast 10 Meter lang. Ja, der ist fast 10 Meter und dieser ist ja praktisch fast 2 Meter kürzer. Es ist schon ein sehr, sehr, sehr kompaktes Fahrzeug. Auch von der ganzen Anmutung, wenn man davor steht, Gesamthöhe, die Proportionen vom Radstand, Radüber oder... Es passt alles, oder? Ja, der Überhang hinten ist einfach auch sehr gering, Böschungswinkel optimal. Also es ist, hat schon Vorteile, wenn man nicht ganz so groß unterwegs ist. Bisschen blöd ist, muss ich sagen, dass du ihn neben den Grand Empire geparkt hast. Da fällt natürlich auf, dass die Proportionen, wir können das ja mal zeigen, proportional, wenn du ihn alleine sehen würdest, hier hast du ein Home zum Beispiel, dann würdest du sagen, jo, ist ein Morello, ein großes Auto, aber du darfst ihn niemals neben ein Grand Empire mit, obwohl es geht sogar noch. Ich muss sagen, also die machen beide eine schlanke Figur, aber es trennen uns natürlich circa 28 cm Höhe, glaube ich. Mehr, 50 cm. 50 cm Höhe. Ja, 50 cm und der ist einfach auch von den ganzen Proportionen natürlich sehr, sehr gelungen mit den Busspiegeln vorne. Sehr stimmig, oder? Absolut stimmig. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Das sind die Busspiegel, die gab es ja früher als angelegte Spiegel. Ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt. Die kleinen Spiegel gibt es nicht mehr, oder? Doch, gibt's. Aber halt... Die bestellt keiner, ne? Bestellt keiner. Das Chassis-Paket mit den Spiegeln ist eigentlich ein Muss und wird zu 99% auch mitbestellt. Das ist interessant. Hier neben steht übrigens ein Palace. Da kann man direkt mal sehen. Also das ist der Unterschied eigentlich an den Stauklappen. Die sind ein bisschen höher. Ansonsten ist da gar nicht so viel Unterschied. Also die Breite ist die gleiche. Der Aufbau ist eigentlich der gleiche. Der ist ein bisschen tiefer.
Und sie bieten andere Grundrisse. Ich glaube, du kriegst diesen F-Grundriss nicht beim Palace, oder? Nee, den bekommt man nicht beim Palace. Und letztendlich ist es so, dass der Loft ja, was die Größenverhältnisse angeht, genau zwischen Home und Palace liegt. Der Palace ist sonst von der Produktgrafik, von den verwendeten Materialien, von den Einbauten, vom Chassis das gleiche Auto. Beim Loft ist es halt so, dass er etwas niedriger ist, etwas kompakter ist und etwas weniger Stehhöhe hat. Das sind allerdings auch nur 4 cm, also kaum zu spüren innen drin. Und ja. Aber die Zuladung, die bricht alle Rekorde. Ja, erstmal das. Und es ist wirklich so, dass wir die Loftfahrzeuge an Kunden verkaufen, die alle Morelo-Gene haben möchten, alle sagen wir mal Einbauvorteile, aber letztendlich ein Fahrzeug haben wollen, was nicht ganz so wuchtig ist. Warte, ich zeig's mal. Auch der hat natürlich die Komfortaufbautür mit Zahlenschloss. Ist genau die gleiche von rein Composite. Und ja, da sind wir. Das Fahrzeug wird jetzt angeboten mit einem Preisnachlass von 40.000 Euro. Dazu kommt ja noch der gestiegene Einkaufspreis. Also wenn man das realistisch betrachtet, kann man hier eigentlich eine gute Nummer machen. Der ist nagelneu. Das Fahrzeug ist sofort lieferbar. Ja, das ist sofort lieferbar. Wir sind kurz vor dem Abverkauf der Ausstellungsfahrzeuge. Das geschieht immer zum Herbst hin. Die Haltefristen sind dort ausgelaufen oder laufen jetzt in den nächsten Wochen aus. Und dann werden die Fahrzeuge hier vom Platz abverkauft. Ihr kriegt einen kleinen Einkaufsvorteil, wenn ihr die mindestens so und so lange als Lagerfahrzeuge nachweislich zur Verfügung stellt. Die sind aber nicht zugelassen. Bei euch ist auch so, hier darf niemand in die Fahrzeuge rein ohne Begleitung. Die Fahrzeuge werden für die Kunden explizit aufgeschlossen. Das System ist eigentlich bei allen großen Liner-Händlern gleich. Also die kleineren, selbst die kleineren werden bei euch abgeschlossen. Also ihr guckt drauf, dass wirklich da keiner rumreißt oder da irgendwelche Dummheiten in den Autos macht. Das sind ja teure Autos. Eigentlich sind die Fahrzeuge wie neu. Haben von der Laufleistung her auch keine Kilometer drauf. Die haben jetzt keine großen Probefahrten gehabt. Nein. Das sind Überführungskilometer, klar. Aber ansonsten sind die nicht genutzt. Haben volle Garantie natürlich. Keine Zulassung, Mehrwertsteuer, ausweisbar. Kommen praktisch dann hier direkt vom Hof. So, hier haben wir noch einen zweiten. Der ist quasi schon verkauft, aber vielleicht ist er dann doch noch da. Man weiß ja nie. Loft 84M. Das ist ein Queensbed-Grundriss, der da ist für 293.200. Ausstattung ein bisschen geringer, muss man sagen. Der andere war ja voll, oder? Ja, der war voll. Hier ist es so, dass es sich um junges, gebrauchtes Fahrzeug handelt, was wir von einem Kunden zurückgenommen haben, der das leider nicht nutzen konnte. Ein Jahr lang, das war nicht so schön. Und der uns jetzt einfach aus gesundheitlichen Gründen gebeten hat, hier ihm das Fahrzeug zu vermarkten. Passiert leider, genau, ist gar nicht genutzt. Ich habe, glaube ich, 500 Kilometer runter und ist ja neuwertig. Da sind wir. Wir haben viele Videos gemacht. Unter anderem haben wir dieses Auto gezeigt. Da bitte ich euch, guckt euch die Videos an. Wir haben den Grand Empire gezeigt. Wir haben den Alkoven gezeigt. Auch der geht jetzt in Abverkauf. Auch der ist neu. Auch neu, ja. Neu. Dann haben wir hier einen Actros. Auch der ist neu. Der ist in dem Fall ein Empire Liner mit einer extrem tollen Ausstattung. Guckt euch das Video an. Und es kommt nächste Woche, habt ihr Hausmesse. Du bist selber da auf der Hausmesse? Ja, natürlich. Mhm. Also ihr könnt jetzt, wir werden ja die Videos morgen veröffentlichen, eine Woche vor der Hausmesse, könnt den Leuten ein bisschen zuvorkommen, weil Abverkauf von den Vorführfahrzeugen passiert nicht andauernd, sondern ihr macht das wirklich so, ihr macht das ähnlich wie bei einem großen anderen Händler in Bayern, der hat auch einmal im Jahr, werden die dann abverkauft, meistens gehen die unter der Hand weg so ein bisschen, man kann schon einiges an Vorteilen erzielen, oder? Ja, also wir sind ja bestrebt, wirklich die Modelle hier auch vorzuhalten, zu zeigen und dann entsprechend einmal im Jahr abzuverkaufen. Das ist, denke ich, auch wichtig, dass der Kunde, der sich interessiert für sowas, alles sich anschauen kann, vorher testen kann und einen guten Überblick hat über das, was Morelo anbietet. Felge und Wels, heute am 16. September 2023. Wenn ihr auf die Uhr guckt, morgen am Sonntag, den 17. laufen die Videos. Tschüss, Matthias. Tschüss.